Hi, hier ist Jay. Alles ist vorbereitet und wir machen uns auf zum Lego Valley. Kira hat uns sogar ein paar Lego Speed Champion Sets geschickt. Ich weiß, bauen ist der halbe Spaß und ich wollte ja auf dich warten, aber... Ich sehe Folgendes. Ich sehe eine Welt aus Steinen. Nein, nein, hör zu, wir hätten Dinosaurier und Piratenschiffe und Geister vielleicht, ja, Geister. Wir bauen eine Stadt und Autos genauso schnell wie die Originale. Und wir nennen es Lego Valley, okay? Horizon kann die Existenz von unidentifizierten fliegenden Lego-Objekten weder bestätigen noch abstreiten. Diese Information ist streng geheim. Ups, achte auf Dinosaurierknochen. Horizon an Flugkontrolle, er bitte Landeerlaubnis! Champions Mini. Nicht mehr ganz so mini. Arr, ist die Lego-Segel. Willkommen in Brickchester. Bevölkerung, jede Menge Bausteine und Minifiguren. Und du. Lego-Geister, vor denen musst du dich nicht fürchten. Wir erreichen gleich das Festivalgelände. Wart's ab, du wirst staunen. Findest du das neue Gelände? Sick, oder? Wir haben dir ein neues Haus besorgt. Naja, so ungefähr. Dafür kriegst du den besten Platz des Festivals. Hallo,
Julia. Hier ist es, Horizon Lego Valley. Das ist kein Traum, sondern eine traumhaft kreative Partnerschaft. Lego braucht einen Speed Champion und das Festival braucht Meisterbauer. Und du brauchst einen Ort zum Leben. Das hier ist die Grundplatte, auf der du dein eigenes Meisterbauerhaus errichten wirst. Das Wichtigste zuerst. Du brauchst Bausteine. Das ist so viel cooler als das kleine Speed Champion Set, das mir meine Oma geschenkt hat. Der original große Bugatti Chiron ist fertig. Komm zum Rennen. Eine Menge. Die bekommst du, wenn du Bausteinherausforderungen abschließt. Sieh das Ganze als riesige Lego-Kiste, mit der du spielen kannst. Die Frage ist, womit willst du anfangen? Dein erstes Baustein-Herausforderungsset. Los geht's! Hallo, Julia. Ich hätte dir noch sagen sollen, dass das Ganze diesmal etwas anders abläuft. Alle Veranstaltungen und Stunts auf dem Gelände sind schon für dich freigeschaltet. Du musst sie einfach nur finden. Das Armaturenbrett deines Autos wurde angepasst und zeigt deine aktuelle Herausforderung an. Ich sage dir Bescheid, wenn du sie abgeschlossen hast.